Знаете, хочется начать словами Святой Библии. Wisst ihr, ich möchte mit den Worten aus der Heiligen Bibel beginnen. Не нам, Господи, не нам, а имени Твоему дай славу. Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinen Namen gebührt die Ehre. Ради милости Твоей и ради истины Твоей. Aus deiner Gnade und aus deiner Wahrheit. Давайте еще расскажем. Слава Иисус. Lasst uns gemeinsam sagen, preist dem Herrn. Знаете, опять же, перед тем, как начать свое свидетельство, wisst ihr, bevor ich mit meinem Zeugnis anfangen möchte, хочу обратиться к Святому Евангелию, möchte ich mich an das Heilige Evangelium wenden, и зачитать как для себя, так и для всех нас, wenden und für mich und auch für euch gemeinsam vorlesen, кому-то в напоминание, jemandem zur Erinnerung, кому-то в первый раз, jemandem vielleicht zum ersten Mal. Слова Святого Евангелия – это 6 глава послания к римлянам. Das wird aus dem Römerbrief sein, с 10 стиха. Kapitel 6, ab dem 10. Vers. Ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal, was er aber lebt, das lebt er für Gott. Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашем. Also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt ihr in Christus Jesus unseren Herrn. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. So soll nun die Sünde nicht herrschen in euren sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. И не предавайте членах ваших греху в орудие неправды, но представляйте себя Богу как оживших из мертвых, и членов ваших Богу в орудие праведности. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten, und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Что же, станем грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Wie nun sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Das sei ferne. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihn zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr, und müsst ihm gehorchen, es sei denn der Sünde zum Tod oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Благодарение Богу, чтобы вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen, nun aber von Gott gehorsam geworden seid, dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist. Освободившись от греха, вы стали рабами праведности. Nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar geworden. Говорю по рассуждению человеческому ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ich muss menschlich davon reden, wegen der Schwachheit eures Fleisches, denn so wie ihr einst eure Glieder in den Dienst der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit gestellt habt zur Gesetzlosigkeit, so stellt jetzt eure Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit zur Heiligung. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr frei gegenüber der Gerechtigkeit. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, какие ныне, сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Welche Frucht hattet ihr nun damals von den Dingen, deren ihr euch jetzt schämt? Ihr Ende ist ja der Tod. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden seid, habt ihr als eure Frucht die Heiligung, als Ende aber das ewige Leben. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Эти слова
которые апостол Павел написал в послании к римлянам. Diese Worte, die Apostel Paulus an die Römer geschrieben hat. Я отношу к себе, die beziehe ich auf mich, и стараюсь их не забывать. Und versuche sie nicht zu vergessen. Потому что, будучи в мире, denn als ich in der Welt gewesen war, живя по законам этого мира, und gelebt habe nach den Gesetzen dieser Welt, будучи абсолютно неверующим человеком, als ich noch ein absolut ungläubiger Mensch gewesen war, будучи атеистом, ein Atheist gewesen war, неверующим даже в существование вечного Бога. Ich habe selbst nicht mal an die Existenz Gottes geglaubt. Свои 16 лет я уже сидел в тюремной камере. Mit meinen 16 Jahren saß ich dann schon in der Gefängniskammer. Мне уже тогда дали 6 лет срока. Ich habe damals schon 6 Jahre Haft bekommen. И сидя в тюремной камере, und als ich in der Kammer gesessen bin, и споря с сокамерником, und gestritten habe mit meinen Mithäftlingen, о существовании Бога, über die Existenz Gottes, я утверждал о его отсутствии, говоря, что если есть Бог, ich habe behauptet, dass wenn es Gott gibt, то пусть у меня палец отсохнет, dann soll mir doch der Finger verdorren. И этот палец отсох. Und der Finger ist verdorrt. То, что я после этого уверовал, und als ich dann danach zum Glauben gekommen war, я не уверовал. Ich bin dann nicht gläubig geworden. Потом для меня Господь через свое святое слово, später hat Gott durch sein heiliges Wort, сказал такие простые слова, zu mir so einfache Worte gesprochen, что вера, она от слышания, dass der Glauben aus dem Hören kommt, от слышания, от слова und Божьего. Oder der Glaube kommt aus der Predigt, die Predigt aber aus dem Wort Gottes. Дальше вся моя жизнь. Weiter ist mein ganzes Leben. Я думаю, вы понимаете, какой она была. Ich denke, ihr könnt es verstehen, wie das Leben weiter verlaufen ist. Когда человека 16 лет, wenn der Mensch von 16 Jahren an начинает воспитывать тюрьма, erzogen wird von dem Gefängnis, начинает влагать в его сердце свои законы, sie legen in ihn ihre Gesetze hinein. Вот таким я и был. So ein Mensch bin ich auch gewesen. Вор. Ein Dieb. Бандит. Ein Bandit. Позже наркоман. Später drogensüchtig. Алкоголик. Alkoholiker. Абсолютно бесполезный человек. Absolut ein nutzloser Mensch. Меня уже называли бесстыжим, бессовестным. Ich wurde dann als unverschämt bezeichnet, als ein gewissenslosen Menschen. На мне люди, как говорят у нас, ставили крест. So wie man in Russisch sagt, man hat bei mir schon ein Kreuz gemacht. Говорили, что меня только могила исправит. Und man hat gesagt, dass nur das Grab mich noch verbessern kann. Мне не могли помочь ни наркодиспансеры. Mir konnte die Drogenhilfe nicht helfen. Я лечился и в психиатрической больнице. Ich habe mich auch behandeln lassen in der Psychiatrie. Ничто не могло изменить меня. Nichts konnte mich verändern. Хотя желание во мне оно было. Obwohl ich den Wunsch in mir gehabt habe. Я всякий раз говорил это людям, говорил, что я здесь последний раз. Ich habe immer wieder zu den Menschen gesagt, ich bin hier das letzte Mal. Но мое гордое сердце, aber mein stolzes Herz, мое упорство, meine Sturheit, оно не давало мне, sie hat mir nicht gegeben, принять то, dass ich das aufnehme, что говорили мне те, которые приходили и проповедовали мне Евангелие. Was mir diese Menschen gesagt haben, die gekommen waren und mir das Evangelium gepredigt haben. Моя гордость не давала мне признать в то, что Бог живой. Mein Stolz hat es nicht zugelassen, dass ich anerkenne, dass Gott lebendig ist. В том, что Он любит меня. Dass er mich liebt. В том, что Он хочет спасти мою душу. Dass er meine Seele retten möchte. В том, что Он хочет даровать мне жизнь. Dass er mir das Leben geben möchte. Но благодарение Господу. Aber Gott sei Dank. Что то время, за которое я читал. Dass in dieser Zeit, in der ich gelesen habe. Когда я отдавал свои члены в орудие греха, в орудие неправды. Als ich meine Glieder abgegeben habe für die Ungerechtigkeit. Благодаря Иисусу Христу. Gott sei Dank für Jesus Christus. Оно кончилось. Diese Zeit hat aufgehört. Когда вечный Бог, als der lebendige Gott, даровал покаяние, mir die Buße geschenkt hat. Когда вечный Бог, als der lebendige Gott, открыл мне очи, mir die Augen geöffnet hat. И дал увидеть себя. Und sich mir offenbart hat. И дал увидеть свою любовь. Und
seine Liebe mir gezeigt hat. И дал увидеть милость свою. Und seine Barmherzigkeit mir gezeigt. Я славлю за это Бога. Ich preise dafür den Herrn. Потом Господь später hat Gott в моей жизни in meinem Leben начал делать нечто. Etwas angefangen zu tun. После центра реабилитации nach dem Reha-Zentrum Господь послал меня hat Gott mich gesandt служить и трудиться на таком же центре. Zu wirken und zu dienen ebenfalls in so einem Center. После трех лет этого служения nach drei Jahren dieses Dienstes Господь проговорил в мое сердце hat Gott zu meinem Herzen gesprochen и сказал, а теперь иди в свой город und hat zu mir gesagt, jetzt gehe hin in deine Stadt и расскажи, что сделал с тобою Господь und erzähle, was Gott mit dir getan hat. Я пошел в тот наркодиспансер. Ich bin dort in die Klinik gegangen, wo die Drogenabhängigen behandelt werden. Для того, чтобы свидетельствовать там. Um dort von Christus zu erzählen. О милости Божьей. Über die Barmherzigkeit Gottes. Господь открыл двери этой клиники. Gott hat die Türen geöffnet in diese Klinik. И главврач этой больницы. Und der Oberarzt dieser Klinik. Сам засвидетельствовал перед вечным Богом. Hat selber bezeugt vor dem lebendigen Gott. Говоря своим сотрудникам. Er hat zu seinen Mitarbeitern gesagt. Показывая на меня пальцем. Und hat auf mich mit dem Finger gezeigt. Когда я пришел ходатайствовать за очередную душу. Als ich gekommen war, um Fürbitte zu tun für eine Seele. Для того, чтобы отправить его на дом милосердия, на центр реабилитации. Um ihn in das Haus der Barmherzigkeit zu schicken, in das Reha-Zentrum. Он сказал перед всеми, а это, говорит, сотрудники наши. Und er hat so vor allen gesagt, das sind unsere Mitarbeiter. Я вышел оттуда, я плакал. Ich bin da rausgegangen und habe geweint. И славил Господа. Und habe Gott verherrlicht. Я говорил, Боже, это ты явил славу твою. Und ich habe gesagt, Herr, du hast deine Herrlichkeit erwiesen. Когда в психиатрическую больницу, в которой я лежал, als in der Psychiatrie, wo ich gelegen war, мы со служителем нашей церкви, wir mit dem Diener aus unserer Gemeinde, взяв пост, wir haben einen Dienst, взяв молитвы, wir haben eine Zeit, и за это служение, wo wir gefastet haben, gebetet haben für diesen Dienst, приехали туда. Und wir sind dann dorthin gefahren. Когда мы зашли на территорию этой больницы. Als wir das Gelände dieser Klinik betreten haben. Главврач этой больницы. Der Oberarzt dieser Klinik. Увидев меня. Als er mich gesehen hat. Вышел из своей машины. Ist er herausgekommen aus seinem Fahrzeug. Протянул руку. Hat mir die Hand gereicht. И говорит мне. Und spricht zu mir. Я о тебе слышал. Ich habe von dir gehört. А теперь я вижу своими глазами. Jetzt aber sehe ich mit meinen eigenen Augen. И он сказал: "Слава Господу". Und er hat gesagt: "Preis sei Gott". Слава Иисусу. Preis sei Jesus. И там прославился вечный Und Бог. Und auch dort hat sich der ewige Gott verherrlicht. Господь открыл двери и для тюремного служения. Gott hat auch die Türen geöffnet für den Dienst im Gefängnis. Чтобы там, где я раньше говорил, что его нету, auch dort, wo ich früher gesagt habe, dass Gott nicht existiert, я всем засвидетельствовал, dass ich jedem bezeuge, о том, что Господь жив, dass Gott lebendig ist, о том, что тот Бог, dass dieser Gott, который сказал, der gesagt hat, что от слов своих оправдаешься, du wirst von deinen Worten gerechtfertigt, от слов своих осудишься, wirst auch von, durch deine Worte gerichtet werden, что за всякое праздное слово даст ответ человек в день суда, dass der Mensch für ein jedes unnütze Wort Rechenschaft vor Gott abgeben wird am jüngsten Tag. Он слышит тебя. Er hört dich. Он слышит меня. Er hört auch mich. Он видит тебя. Er sieht dich. И он видит меня. Und er sieht auch mich. Что ты на всяком месте, и я перед лицом Его. Dass du an jedem Ort und auch ich vor seinem Angesicht sind. Что Он живой. Dass er lebendig ist. Слава Иисусу. Preis sei Gott. Вот такого Господа, братья и сестры. So einen Gott, Brüder und Schwestern, мы имеем. Haben wir. Как отдавали вы члены ваши. So wie ihr eure Glieder hingegeben habt. В орудие греху и неправде. Für die Sünde und die Ungerechtigkeit. Так отдавайте их. So gebt sie hin на служение истине, für den Dienst der Gerechtigkeit und на der Wahrheit, святые, für die heiligen Werke. Да благословит Господь каждого Möge der Herr из нас, einen jeden von uns segnen. А Господу пускай будет вечная слава. Möge Gott aber ewig die Ehre erklingen. Аминь. Amen.